Kevin, komm mal in ICA Tower. Wo ist das? Lass also, doch jetzt kein Anwesen wieder anfallen. Ja, das wäre schon ein Bild gewesen eigentlich. Wo ist ICA Tower? Das markierst du hier. Oder lass dich einfach von dran anleiten. Ja, aber da ging doch irgendwas nicht. Ach nee, ist es dieser eine Tower mit diesem riesen Statue da links. Hier links, siehst du dieses riesige Haus ist das quasi. Mach noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter. Ich sag dir ehrlich, hier hinten ist weiter, ein bisschen weiter und links. Komplett hier links rein. Das Gebäude hier. Digga, das ist so ein Schmutzanwesen. Das ist schon so durchgenudelt. Ja, das ist halt das Ding, ja. Das ist wirklich durchgenudelt. Das hat null Charakter, das ist richtig ekelhaft. Ja, das nehmen halt nur alle, weil man es nicht Base raiden kann, deswegen. Genau. Man kann das Base raiden, weil man nur von hier kommen kann. Ja, oh, ja, man kann nur von hier kommen. Ja, toll. Aber Digga, wegen diesem Base Raid, Digga, dann hätte ja. man einfach nicht mehr anwesend. Alles zu, ne? Wenn man ausparken. Hey Jack, es gibt noch einen zweiten Weg auf die Base, ich kann dir gerne zeigen. Ah, komm, jetzt, gibt's immer, ne? Theoretisch, aber ja, es gibt wenige Wege. Ist halt, ne? Ist halt da hinten. Hier, komm, jetzt, komm. Jetzt. Und hier gab's sogar einen Aufzug, ne, wo man auf den Tower konnte. Aber es war doch irgendwie zu nah an der Frack oder so, deswegen ging das doch sowieso nicht, oder nicht? Ja, ich glaube, das war ein bisschen... Oh, Digga, wenn du hier runterfällst, ist so... Ja, perfekt, Digga. Wer ist gestorben? Ja, demonstriert einfach. Ah, jetzt überlebt, Digga. Krass. Ja, wie gesagt, hier über den drin streifen können die halt auch... Also, ah, nein, ist auch so klar. Ja, Digga. Ah. Ja, ja. Von der Lage. Aber sonst stehen wir nur dahinter, ist ja keine Präsenz hier. Außen rumlaufen. Nee, Digga, da oben ist schon geil eigentlich, wo wir sind. Da haben wir da so eine ganze Inselgefühl für uns. Nee, die ganze Schleife gehört uns, wir können die komplett benutzen. Ja, die ganze Schleife gehört uns, wir können da komplett chillen. Wenn jemand zu uns gefahren kommt, dann chillen wir auf jedem Anwesen. Wir können ja sogar auf dem Gents-Anwesen, also auf dem richtigen Gents-Anwesen chillen. Ja, können beides, ja. Wie viel geiler ist, wenn wir wissen, dass welche Basemen kommen, dann können wir die ja von Weitem schon sehen. Und wenn die angefahren kommen, könnten alle sich auf jedem Anwesen verteilen. Auf okay, wir fahren alle Gents-Anwesen los. Was willst du jetzt im Gents-Anwesen? Gents-Schleife und dann gucken wir mal, was uns alles gehört. Weil uns gehört ja die ganze Schleife. Das kann aber Espe das Tor sogar aufmachen. Also Espe wird uns nicht auf sein Anwesen lassen, freiwillig. Nein, aber ich meine, wenn was passiert und wir uns verteilen müssen, kann ich das Tor ja sogar auf oder auch zumachen. Hast du Schlüssel? Ja, ja. Marco, ich auch noch Schlüssel, sehr gut. Mach Motor gleich aus, lass mich mal reparieren. Ist doch super hier. Ist doch, safe. Vor allem kannst du die Schleife richtig gut zumachen mit Pounder, ne? Wenn du hier Pounder hinstellst, kommt keiner mehr rein, Digga. Es gibt halt unten nur die Lücken quasi, wo man diese Treppen hochlaufen kann. Aber das ist halt auch völlig in Ordnung. Wenn da jemand hochgeht und man da ready steht, dann kann man da alles gut verteidigen. Ja, hier auch, ne? Also hier können die auch hoch. Nee, ich und so bei uns auf dem Anwesen auch. Bekommen. Komm mit, ich zeig's dir, komm mit. Bei uns auf dem Anwesen das auch. Da ist genau das gleiche. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Treppen. Wie kann man die zumachen? Ja, da kommt, glaube ich, keiner hoch, weil wenn da jemand hochgelaufen kommt und jemand von uns im Anwesen steht, dann ist er halt easy weg. So. Ja, aber ja, du kannst Gents Anwesen kannst du so gut verteidigen, wenn man da auch das guckt. Das siehst du ja schon. Nicht über die Treppen gehen da kommt keiner hoch, ja. Du kommst halt easy aufs Dach hier auch. Ach stimmt, wenn die Treppen hochlaufen, dann können wir dir... Ja, aber auf das Dach hier kannst du halt gut verteidigen, weil die halt nur bei einem Punkt hochkommen. Du kommst auch bei Espo aufs Dach drauf, du kommst bei dem hier aufs Dach drauf. Wie kommt man hier aufs Dach? Ja, du musst hinten quasi auf den Balkon. Bei dem alten Gents Anwesen kommst du aufs Dach drauf. Ah, okay, das ist nice. Und hier würde ich den Heli-Ausparker hinmachen. Du kommst halt nur über diesen Punkt hier hoch. Nein, lass den Heli-Ausparker bitte. Ich krieg's auch nicht hin. Ah, ich krieg's auch nicht hin. Schaut mal, guck mal hier. Hier würde ich den Heli-Ausparker machen. Egoistisch hier der Heli da quasi. Sehr egoistisch. Wird. Hier. So? Auf der Wiese. Ja, krieg ich auch nicht hin. Ach, unten. Aber Jack, da oben ist doch so ein Helipad. Warum auf jeden Fall geht es dahin? Besonders das Dach kann man halt auch nicht countern. Ein Helipad wäre natürlich gut, aber da ist ja schon eine Garage quasi. Ne? Da ist schon ein Ausparker. Es kann ja sein, dass sie einen zweiten Ausparker hinpacken. Ich kann euch auch einmal bei Espe zeigen, sonst irgendwo. Digga, von wann musst du denn springen? Du musst bis vorne hinklettern. Du musst Ego. Du musst ja egoistisch sein, um hier hochzukommen, wa? Achso, man muss egoistisch sein. Ja, oder nimm halt einfach deine Pistole. Ah, man muss egoistisch sein. Fresh. Du kommst halt nur darüber, kannst es mega gut verteidigen hier. Besonders das Dach kannst du jetzt mal mit dem Dach countern. Da kommst du auch so easy hoch und das ist halt auch sehr stark da oben. So, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Autos hier genau bei uns in der Mitte an der Schleife reingefahren kommen und das sind welche auf Espes Haus und auf unserem Main Haus, hast du halt einen kompletten Überblick. Du musst eigentlich nur das Haus haben, Digga. Nur ein Reich. Der liegt erst so ein Tolli. Das ist das Dach hier, Digga, kann man halt auch schlecht countern. Da unten liegt jemand von uns hoch. Ist der runtergesprungen oder was? Sehr stark, sehr nice. Ja. Das ist wirklich nice. Ich kann immer. Ja. Noch rein. Da liegt der Nächste. Der Nächste. Krass. Da liegt der Nächste. Also. Warte, komm, wir gehen mal zu Espe. Ja, runterrutschen lassen, nicht springen noch dabei. Espe.
Ey, Junge, ihr seid so. Ey, John, mach mal die Wohnung auf, John. Ja. Ich war da noch nie drin gewesen. So offen. Ist die offen? Ja. Digga, theoretisch gesehen, wenn du das hier aufmachst und zumachst, kommt ja keiner rein, richtig? Dann sind wir safe. Theoretisch ja. Ist die Frage, ob man rausschießen kann. Geh mal da raus. Warte, das würde mich interessieren. Geh mal raus. 100%. Warte, schau mal zu. Leute, guck mal. Wir dürfen als Fraktion nicht einfach irgendwelche anderen Anwesen benutzen, auf- und abschließen für unsere Zwecke. Aber das ist ja auch unsere Schleife eigentlich hier, ne? Das ist die Gen-Schleife ab jetzt. Das ist jetzt die Gen-Schleife. Du kannst nicht trotzdem einfach alles für dich beanspruchen. Ja, aber ich sag mal jetzt, wenn die Schießerei sich hier auf einmal rein entwickelt, dass ja, dann darfst du es aber auch erst recht nicht abschließen. Nein, ich meine ja nicht abschließen. Aber ich muss doch mein Leben schützen. Abschließen nicht, aber theoretisch wäre es trotzdem schon ein Vorteil, wenn man hier drinnen ist und Leute müssen hier reinkommen. Also, ich kann euch sagen, wir haben nicht andere Regeln wie andere und andere dürfen das auch nicht. Findest du meine ganzen Goldplatten hier, Kevin? Sind cool, oder? Aber findest du nicht, Fatih, ich muss mein Leben schützen? Ja, das kannst du aber auch auf dem Gens Anwesen machen. Hallo? Okay, ja, hallo. Rolex 1, Fake Rolex 2. Wo denn? Hier. Ja, verstehst du nicht, hier hängen überall Goldplatten. Da steht nicht dein Name drauf, John, muss ich sagen. Ja, aber keins von den Liedern ist doch Gold gegangen. Hä? Klar sind Gold gegangen. Boah, sieht das hier so schön aus? Da haben wir mal deine Goldplatte, ey. Ich habe ja noch kein Lied gemacht. Ja, also. Ach, gib der anderen Tür, die ist in meinem Arsch. Hier, die ist offen. Aber Kevin, du kommst das Dach hoch hier, ne? Über den Pool hier halt. Achso, wer mich auf Dach kommt, das weiß ich. Weißt du das? Ja, da war ich schon ein paar Mal drauf gewesen. Alles klar. Okay, ich gehe mein Lambo einparken bei Casino. Gehst du dann schlafen, oder? Ja. Gute Nacht dann alle. Achso. Bist du blind, John? Oh, ja, bleib ich hier. Hau rein. Ciao, ciao. Hau rein, mein Besser. Jack, wo bist du? Ich bin oben noch, hier mit Jens am Wesen. Good night, Sir. Good night. Good night. Stimmt, wir sollten noch, good night ist dieses, man geht wirklich schlafen. Ja, ich auch gut. Nicht auch gut, steht zwar auch im Konzept, aber. Nein, nur Good Evening. Das ist so, wenn du grüßt. Good aber. Night steht nicht mit drin. Wir haben Good Night nicht mit reingeschrieben? Nein. Ja, können wir noch schnell hinzufügen. Good Night, wenn man wirklich schlafen geht. Genau, schreib noch Son of a rein, bitte. Son of a piece of shit, bitch. Nee, Son of a scheiß Uhr. Sucker. Shut up, peace. Und Katzo. Shut up, piece of shit, bitch. Egal, aber Soddy hat das immer gesagt. Asshole. Ich weiß, aber es ist witzig, dass wir das auch sagen. Katzo. Wir machen einfach auf LCN. Katzo. Katzo-Face. Krass, ich hab hier noch ein Burrito drinstehen. Am Casino. Oh mein Gott, hier ist doch noch alles drinne. Das ist eigentlich nie im Hunde. Ist da mal eine PDW drinne? Nee. Aber ich hab hier einen Ehering in Gold. Ich hab da mehrere Westenkisten. Ich hab Äxte, Kampfaxt, normale Axt. Ist der Ehering noch der von Diana? Ja. Und ich habe 3 25% Kleidungsgutschein und einen 25% Kfz-Gutschein. Du kannst noch verkaufen, ne? Ich will dich nicht rausholen. Ja, ich pack sie wieder ein. Good night. So. Nein, hau rein. Chat. Jack, du bist gleich auch dabei, oder? Was denn gleich? Ja, mit Liam Ace und Ready or Not. Ah ja, safe, Digga. Wo sind die eigentlich? Eins in Chat, wenn ihr einen so Emote haben möchtet. Wir brauchen einen so Emote. Wir brauchen einen so Emote und einen Chat Emote. Ganz klar. So, Chat. Ich haust euch irgendwo rein, ihr kleinen Mäuschen. LP war heute nicht so actionreich. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei G-